Grüß Gott und herzlich willkommen zu Unser Land. Kennen Sie diese Schlagzeilen? Die asiatische Killerhornisse oder die Bienenmörderin ist in Bayern angekommen. Es geht um eine Einwanderin, die sich seit einigen Jahren in Europa verbreitet und die scheinbar zu den gefährlichsten neuen Arten in unserer Umwelt gehört. Wie gefährlich ist sie wirklich? Das zeigen wir Ihnen heute und berichten auch über folgende Themen. Erdrückungsverluste bei Ferkeln. Kann man mütterliche Sauen züchten? Und Schießen ohne Blei. Warum das Stein- und Seeadler retten kann. In Deutschland ist eine neue invasive Art auf dem Vormarsch. Die asiatische Hornisse. Aber inwiefern ist sie gefährlicher als heimische Arten? Das Problem ist, die Räuberin frisst besonders gern Bienen und hat so in anderen europäischen Ländern schon großen Schaden angerichtet. Jetzt geht es darum, sie einzubremsen oder sie sogar wieder auszurotten. 25 Bienenvölker betreut Stefan Neumann, 8 davon auf einer renaturierten Kreismülldeponie. Heute ist Schwarmkontrolle angesagt, Routinearbeit für jeden Imker. Aber Stefan Neumann hat noch eine andere Mission. Er hält die Augen offen, ob er eine neue invasive Art erblickt. Die asiatische Hornisse. Das sind Aufnahmen aus Frankreich. In Bayern wurde sie bisher nicht gesichtet. Noch nicht. Einmal hatte ich bisher den Fall, wo ich mir nicht sicher war, ob es eine asiatische Hornisse sein könnte. Hab dann aufgrund der Situation mein Handy gezückt und habe es einfach kurz gefilmt, versucht so schnell wie möglich das einzufangen, um es dann später in Ruhe noch mal anzusehen. Und dann kam aber raus, war Fehlalarm. Also es war einfach ein ganz anderes Insekt. Es war eine Holzbiene. Neumann gehört zu einem Netzwerk von 250 Imkern, die in ganz Bayern gezielt nach der Hornisse Ausschau halten. Denn das aus Asien stammende Insekt ist eine der gefährlichsten invasiven Arten in Europa. Während die heimische Hornisse hauptsächlich Raupen und Fliegen frisst, ernährt sie sich zu 80% von Bienen. Die asiatische Hornisse lauert vor dem Bienenstock und fängt die Bienen im Flug ab. Die Folge, das Volk stellt die Arbeit ein. Und letztendlich, da das Bienenvolk aber weiterhin Nektar verbraucht, Pollen verbraucht und auch Flugbienen braucht, weil das, was abgefangen wird, sind sogenannte Flugbienen, die also den Nektar holen und auch entsprechend was eintragen. Wenn die nicht mehr nach Hause kommen, ist das Bienenvolk einfach ohne Versorgung. 2004 kam die Hornisse mit Importen nach Frankreich. 10 Jahre später war sie in Deutschland. Zunächst in Nordbaden, dann im Breisgau. 2018 in Karlsruhe. 2 Nester, 70 cm groß. Und im letzten Herbst ein Hornissenfund in Südhessen. Nur 30 Kilometer von Stefan Neumann entfernt. Da hatte die Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau längst ein Monitoring aufgebaut. Nicole Höcherl betreut das Projekt. Be warned heißt es, ein Wortspiel aus Biene und gewarnt sein. Nicole Höcherl hat ein Ziel. Jeder bayerische Imker sollte die asiatische Hornisse sicher bestimmen können. Doch das ist längst nicht der Fall. Sie glauben gar nicht, wie viele Fotos ich in den letzten 3 Jahren bekommen habe, wo Imker mir gesagt haben, ich habe die asiatische Hornisse am Bienenstand und ich habe ein Foto von der heimischen bekommen. Erkennen tut man die asiatische Hornisse an ihrer schwarzen Zeichnung. Also sie ist eben komplett schwarz mit einem orangefarbenen Hinterleib. Sie hat leuchtend gelbe Beinchen und im Gegensatz zu unserer heimischen Hornisse, die rotbraunen Körper hat und nur einen gelb leuchtenden Hinterleib mit dunkler Zeichnung. Für die Wissenschaftlerin sind Praktiker wie Stefan Neumann wichtige Verbündete. Er ist Vorsitzender des örtlichen Bienenzuchtvereins und gibt sein Wissen an die Imker in der Fläche weiter. Das ist wichtig, denn wenn sich die asiatische Hornisse erst einmal einrichtet, ist ihr schwer beizukommen. Ein Volk ist bis zu 2000 Tiere groß. Unsere heimischen haben um die 500 Individuen. Letztere nisten in Astlöchern. Die asiatischen dagegen bauen ihre Nester hoch oben in Baumkronen. Und finden tue ich die asiatische Hornisse oder die Nester der asiatischen Hornisse meist erst im Spätherbst, so ja, Oktober, November, wenn das Laub von den Bäumen fällt. Und dann ist es eigentlich schon zu spät, weil die Königinnen, die in dem Jahr erbrütet wurden, die dann im nächsten Jahr die Nester dann gründen, die neuen Nester, schon ausgeflogen sind. Die Zerstörung des Nestes ist aber die einzige Chance, ihre Ausbreitung zu verhindern. Und vielleicht ist die asiatische Hornisse ja längst da.
Diese Bilder wurden 2018 in Karlsruhe gefilmt. Aus Frankreich weiß man, dass sich das Insekt mit 80 Kilometern pro Jahr ausbreiten kann. Und somit müssen wir bereits in diesem Jahr mit dem Erscheinen rechnen, aber definitiv in den nächsten Jahren, dass wir sie in Bayern finden werden. Stefan Neumann jedenfalls wird die Augen offen halten. Seine nächste Meldung für das Monitoring-Projekt erfolgt Mitte August und dann noch einmal im Herbst. Er fühlt sich für die Ankunft der asiatischen Hornisse gewappnet. Wir haben vom Prinzip alles getan, was man tun kann, um darauf vorbereitet zu sein. Und bekanntlichermaßen, Kopf in Sand stecken hilft auch nicht. Deswegen, wir sind darauf vorbereitet und wissen, wenn es soweit ist, haben wir alles unter Kontrolle. Aufzuhalten ist die asiatische Hornisse nicht. Aber vielleicht kann man sie tatsächlich zumindest unter Kontrolle bringen. Wenn alle Imker mithelfen und potenzielle Hornissenfunde melden. Wer ein Nest entdeckt, auf keinen Fall selber zerstören, das sollte den Behörden überlassen werden. Und nochmal zur Unterscheidung. Unsere heimische Hornisse hat einen rot-braunen Oberkörper und ein gelbes Hinterteil. Die asiatische dagegen ist schwarz und übrigens für den Menschen nicht besonders gefährlich. Für die Tiere gefährlich ist dagegen die Jagd. Klar, wenn Jäger schießen, wird wild getötet. Aber wer ein Stück Fleisch auf dem Teller haben will, der akzeptiert das. Allerdings, wenn Jäger mit Bleimunition schießen, dann, so sagen Kritiker, wird doppelt getötet. Und das gehöre verboten. Man muss schon Glück haben, wenn man am bayerischen Himmel unsere größten Vögel beobachten kann. Nur 45 bis 50 Steinadlerpaare brüten im Alpenraum. 23 Seeadlerreviere gibt es in der Oberpfalz, in Ober- und Mittelfranken und in Oberbayern. Doch die Könige der Lüfte sind bedroht, wenn Jäger schießen. Mit Bleimunition. Förster Matthias Gebhardt macht im Staatsforst bei Waldsassen Jagd. Aber nicht auf geschützte Adler, sondern auf Rehe. Zum Schutz der Tiere ist es eigentlich unumgänglich für uns hier, dass man, wenn man Seeadler im Gebiet hat, dass man auf bleihaltige Munition verzichtet. Deshalb haben die bayerischen Staatsforsten, auch auf Drängen von Naturschützern, jetzt ein Artenschutzprojekt gestartet. Für Greifvögel. Im gesamten Staatswald soll nur noch mit bleifreier Munition geschossen werden. Doch Matthias Gebhardt sitzt hier auf ein Reh an. Was hat das mit Seeadlern zu tun? In der Wildkammer wird das erlegte Tier zerwirkt. Dessen Überreste kommen wieder zurück in den Wald. Das ist ein Reh, das ich jetzt für meinen Eigenbedarf zerlege. Und der Seeadler kriegt eigentlich nur das, was wir für den menschlichen Verzehr nicht brauchen können. Sprich, das ist also die Decke, die Läufe oder beim Zerwirken dann halt so diese Sachen um die Knochen rum, was ich auslöse für mich, je nachdem. Also es ist das gute Fleisch nehme ich und der Rest kriegt der Seeadler. Da gibt es kein Wenn und Aber, da müssen wir auf alle Fälle bleifrei schießen. Denn wird ein Reh mit Bleimunition geschossen, kann das weiche Schwermetall feine Splitter abgeben. Rund um den Einschuss wird das Wildfleisch vergiftet und muss entsorgt werden. Üblich ist, dass Jäger die Abfälle zurück in den Wald bringen. Die Innereien bleiben meist gleich unmittelbar nach dem Schuss, wenn das Reh an Ort und Stelle aufgebrochen wird, im Wald. Ein sinnvoller Kreislauf und ein Leckerbissen für Greifvögel. Doch wie viele Adler gibt es hier überhaupt in der Region? Wir legen hier was aus für den Seeadler, damit er hierher kommt und wir ihn mit Hilfe der Kamera dann aufnehmen können. Es sind halt nur Kleinigkeiten da, das, was halt so abfällt. Der Seeadler ist ja ein Generalist, der frisst nicht nur Fisch, sondern er nimmt sich auch Aas oder kleine Tiere, die er fangen kann. Also er ist halt hier auch dann im Wald, er brütet auch im Wald, wo er Schutz hat, hier bei uns. Die Wildkamera hat zwei Seeadlerpaare in dem 25.000 Hektar großen Revier in den letzten 5 Jahren regelmäßig registriert. Auch rund um die Fränkische Seenplatte lassen sich seit einigen Jahren wieder Seeadler blicken. Ein Erfolg, den man nicht gefährden darf, meint man beim Landesbund für Vogelschutz. Der LBV plädiert schon sehr lange dafür, dass mit bleifreier Munition geschossen wird, denn Blei ist ein Schwermetall. Schwermetalle rufen Vergiftungen hervor.
Das wirkt sich auf die Atmung aus, das wirkt sich auf die Verdauung der Tiere aus. Und man hat schon etliche versucht, bei Tierärzten gesund zu kriegen. Und die sind einfach unter den Händen gestorben. Allerdings haben wir jetzt auch nächstes Jahr vor, den Bartgeier wieder anzusiedeln. Und beim Bartgeier ist es auch sehr wichtig, dass bleifreie Munition verwendet wird. Denn der füttert seine Jungen mit Aas, also mit Resten, die von der Jagd übrig bleiben. Und die Jungen würden dann auch elendig verenden. Und das ganze Projekt stünde damit auf der Kippe. Der Jagdverband ist noch nicht überzeugt von bleifrei. Argument? Mit bleihaltigen Patronen könne man weiter und sicherer schießen. Das Wild sei sofort tot und müsse weniger leiden. Als Biologe und als Vertreter vom Bayerischen Jagdverband ist uns natürlich auch der Greifvogelschutz ein wichtiges Anliegen. Wichtig für uns ist, dass wir Munition, dass wir ein Handwerkszeug bekommen, mit dem wir tierschutzgerecht und möglichst schnell schmerzfrei töten können. Wenn die Industrie uns etwas gibt, was ohne Blei den gleichen Effekt erzielt, dann sind wir als Jäger sofort bereit, das auch mitzutragen und auch umzusetzen. Alternativen zum Blei sind unter anderem Messing, Kupfer und Zinn. Merkt Matthias Giebhardt einen Unterschied? Lässt sich damit genauso sicher treffen? Also ich habe keinen Unterschied festgestellt zur bleihaltigen Munition, die ich vorher verwendet habe. Wenn das Gewehr gut eingeschossen ist, habe ich da überhaupt keine Probleme mit der bleifreien Munition. Vielleicht kommt es ja auch darauf an, wie gut ein Jäger sein Handwerk versteht. Den Anfang beim Greifvogelschutz haben die bayerischen Staatsforsten gemacht. Naturschützer fordern, dass nun auch die Jäger in den Privatwaldrevieren mitziehen. Das Volksbegehren rettet die Bienen. Millionen Bürger haben unterschrieben, tausende Landwirte fühlen sich seitdem ungerecht behandelt. Erst recht, seit das daraus folgende neue Artenschutzgesetz verabschiedet worden ist. Das hat die Landwirte noch mehr verärgert und war ein Grund für die vielen Bulldog-Demos. Aber es gibt auch Bauern, die kommen damit ganz gut zurecht, weil sie schon seit langem Artenschutzmaßnahmen durchführen. Und es sind nicht nur Biobauern, sondern auch konventionelle. Die Weidseealm bei Reit im Winkel in den östlichen Chiemgauer Alpen, ein Naturschutzgebiet. Hier grasen seit Anfang Mai 8 Kälber von Landwirt Sepp Zeller aus Ruhpolding. Jedes Jahr schickt er 45 bis 60 Stück Jungvieh und Weideochsen den Sommer über auf drei verschiedene Almen. Jetzt haben wir wieder da. Ja. Ja, jetzt gibt's. Wenn Sepp Zeller nach seinen Tieren schaut, bringt er immer etwas Kraftfutter mit, als Leckerli. Wir haben jetzt gewartet, ja, weil die werden vom Talbetrieb aus werden die jede Woche zwei bis dreimal nachgeschaut. Und wenn sie dann jemand hören, den was sie kennen, dann sind sie stürmisch und anhänglich. 4 Hektar grasen die Tiere auf der Weizealm systematisch ab. Der Landwirt hat Koppeln eingerichtet, die er nach und nach öffnet. Über 70 verschiedene Gräser und blühende Kräuter wachsen hier. Eine artenreiche Kulturlandschaft. Ohne Almbetrieb wäre das alles Wald. Und durch die Beweidung, was wir hier sehen, durch unsere Rinder oder könnten auch Schafe, das ist ganz egal sein, ist auf alle Fälle wird sauber gehalten, wird von der Verbuschung bewahrt. Und das, was das Weidevieh im Herbst überlässt, machen wir Landwirte dann mit den Motorsensen und machen wir sauber, dass das praktisch keine Verbuschung und keine Unkraut praktisch aufkommen kann für die nächsten Jahre. Für die aufwendige, mühsame Arbeit auf seinen 3 Almen und auf den Streuwiesen am Weidsee erhält Sepp Zeller Geld aus dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm. Auch über das Kulturlandschaftsprogramm, kurz KULAP, wird der Landwirt für die schwierige Bewirtschaftung der Wiesen in Steillagen gefördert. Aber Sepp Zeller macht noch mehr. Er bewirtschaftet insgesamt 90 Hektar Grünland, extensiv, also mit wenig Ertrag, sprich wenig Futter für seine Tiere. Zwischen Mai und Oktober mäht er täglich für seine 20 Milchkühe im Stall. Bis das Gras dort wieder nachwächst, dauert es seine Zeit. Weil wir ja keine Düngung oder sonst irgendwas machen, braucht es auf alle Fälle 2 Monate circa. Kommt auf die Witterung drauf an, aber man kann von 2 Monaten ausgehen, dass das dann wieder die Höhe hat, wie wir jetzt gemäht haben. Weil Sepp Zeller viele Wiesen hat, kann er Flächen wie diese besonders spät mähen, nach der Blüte. Gut für die Artenvielfalt.
Die blühenden Pflanzen bieten Insekten Nahrung. Sie können Samen bilden und dadurch auch im kommenden Jahr wieder wachsen. Wirtschaftlich ist das aber nicht. Wenn man diese Flächen hier meinetwegen düngt, dann kann man das Doppelte und Dreifache rausholen. Ist aber bei uns nicht der Fall, weil wir so viele Fläche für aufgezählt auf das Vieh haben, dass wir mit wenig, oder beziehungsweise das ist düngefrei, also ohne jede Pestizide, ohne jeden Kunstdünger, ohne Gülle, ohne alles, dass wir mit unserer Fläche so weit unsere Tiere füttern können, dass wir auskommen den ganzen Winter. Nach der Mahd bleibt der Schnitt zum Trocknen 1 bis 2 Tage auf der Wiese. Das Heu wird nur wenig gekreiselt und kommt dann mit bis zu 40% Restfeuchte auf den Hof. In der Trocknungsanlage bläst Luft von unten das Heu besonders schonend trocken. Darauf stehen die Rindviecher. Da ist ein Unterschied. Da muss man sogar aufpassen, wenn man Heu einfährt und das setzt man nicht auf die Trocknung. Dann kann es passieren, dass man 1, 2 Tage die Kühe das nicht anschauen, weil es einen ganz anderen Duft hat, ganz anders riecht. Und dass sie das mit dem Maul hinterschmeißen und mal einen Tag nicht anrühren, wenn es nicht getrocknet ist. Zwischen 800 und 1000 Rundballen bringt der Landwirt jedes Jahr heim. Als Winterfutter für die Weideochsen, das Jungvieh und die Milchkühe. Nach der letzten Mahd im Herbst düngt Sepp Zeller nur auf wenigen Flächen mit Gülle, die im Stall anfällt. Viel ist das nicht, aber mit positiven Auswirkungen für die Artenvielfalt. So wachsen je nach Standort unterschiedliche Kräuter und Gräser. Die erkennt man sogar noch in dem schonend getrockneten Heu. Diese Blätter, diese Kräuter, das sind die Sachen, was sie eigentlich, wenn man sie ganz lang liegen lässt, beziehungsweise wenn man das mit dem Kreiselheuer alles zerschlägt, die sind nicht mehr dabei. Und das ist eigentlich das, was die Kühe brauchen und was die Kühe eigentlich die Nahrung und die Energie für die Kühe bringt. Mit der Milchleistung ist Sepp Zeller zufrieden. Seine Kühe geben 7.000 bis 8.000 Liter pro Jahr. Über ein Bergbauernprogramm seiner Molkerei bekommt er einen Zuschlag beim Milchpreis. Er fühlt sich wertgeschätzt. Ist in der Landwirtschaft, glaube ich, ist die Zeit vorbei. Macht mehr, dann habt ihr mehr. Ich glaube, man muss mehr auf Qualität setzen, auf höchste Qualität, auf Sachen, die wo frei sind, genfrei und, und. Ich glaube, dass dann der Absatz wieder mehr da ist. Und ich glaube auch, dass der Verbraucher das honoriert. Zusammen mit Einnahmen aus Urlaub auf dem Bauernhof und den Förderungen für Natur- und Kulturlandschaftsschutz sieht Sepp Zeller seinen Betrieb gut aufgestellt. Für die Zukunft und für die Artenvielfalt. Nur damit es nochmal klar ist, der Sepp Zeller ist kein Biolandwirt, sondern ein konventioneller. Wie viel Wasser braucht eine Kuh zum Saufen? Im Durchschnitt sind so um die 80 Liter am Tag. Wenn es kühl ist, weniger, wenn es heiß ist, auch deutlich mehr. In einem Stall ist das kein Problem, da gibt es die automatische Tränke, da kann die Kuh so oft und so viel saufen, wie sie will. Aber auf Almen und Alpen, wie versorgt man da die Tiere? Da läuft ja nicht überall ein Bachel durch. Die Haaralm bei Ruppolding. 100 Jungrinder und 20 Pferde verbringen hier den Sommer. Sie fressen das Gras von den steilen Weideflächen und erhalten so die Kulturlandschaft. Doch das ist nicht so selbstverständlich, wie es aussieht. Das Problem? In den oberen Lagen hatten die Tiere lange Zeit keine Tränken. Die Haaralm wurde von einer alten Pumpe mit Wasser versorgt. Einem hydraulischen Widder, der das Wasser aber nur knappe 30 Höhenmeter hochpumpen konnte. So ein Spaß drum. Seinen Namen hat der Widder von dieser Mechanik. Sie erinnert an die Kopfstöße von Schafböcken und die Ramböcke der Römer, die auch Widder genannt wurden. Der hier ist Baujahr 53. Der ist öfter ausgefallen, als wie er gegangen ist. Der war einfach, die Quellen haben das Wasser, die Menge nicht mehr hergebracht, die wo der braucht hat. Doch ein Dieselaggregat für eine leistungsstärkere Pumpe wollten die Almbauern nicht. Norbert Samweber hatte für die Haaralm die Lösung. Ein technisch neu konzipierter hydraulischer Widder. Hocheffizient. Das Prinzip? Wasser wird aus Quellen, die etwa 85 Meter über dem Widderhäuschen liegen, gesammelt und in einer Treibleitung nach unten geführt. Hier in diesem Rohr kommt das Wasser an. Die Bewegungsenergie wird nun dazu genutzt, einen kleineren Teil davon wieder nach oben zu pumpen. Und zwar über 200 Meter hoch. Durch die Strömung macht ein Stoßventil zu. Durch das entsteht ein Stoßdruck
Und durch den Stoßdruck drückt das Wasser durch ein Rückschlagventil in der Steigleitung nach oben in den Hochbehälter. Der wiederum ungefähr 220 Meter weiter drum ist als der Witter. 220 Meter nach oben, ohne Energie von außen zuführen zu müssen. Gepumpt wird Tag und Nacht, den ganzen Sommer über. 14.000 Euro hat der Witter gekostet. Plus Materialkosten für die Leitungen 65.000 Euro und die Eigenleistung der Landwirte. Jährliche Betriebskosten null. Jetzt haben die Kühe auch in den oberen Lagen Tränken, an denen sie ihren Durst stillen können. Den hydraulischen Witter, auch Stoßheber genannt, hat Ende des 18. Jahrhunderts übrigens der Franzose Montgolfier erfunden. Es ist kaum zu fassen. Nachdem jetzt jahrelang darum gerungen worden ist und nachdem die Entscheidung über den sogenannten Kastenstand im Sauenstall immer wieder vertagt worden ist, ist das Thema jetzt im Bundesrat über die Bühne gegangen. Das Ergebnis in einem Satz zusammengefasst: Es gibt lange Übergangsfristen, aber die Landwirte müssen umbauen. Es braucht andere Aufstallungen. Aber braucht es auch andere Sauen? Dazu gibt es ein bayerisches Forschungsprojekt. 19 Betriebe machen damit. Visite bei Ferkelerzeuger Christian Zellner. Er erfasst für Elisabeth Sinz von der Landesanstalt für Landwirtschaft die Mütterlichkeitsdaten seiner Sauen. 230 Sauen ferkeln hier im 3-Wochen-Rhythmus ab. Das sind rund 34 Geburten alle 3 Wochen. Christian Zellner braucht Tiere mit guten Muttereigenschaften. Eine davon, das richtige Ablegeverhalten. Manche Sauen lassen sich einfach fallen, andere legen sich ganz vorsichtig hin. Sie geht vorne runter, macht kurze Pause und dann geht es langsam nach unten. Und so wollen wir das eigentlich, das Ablegeverhalten, dass sie keine Ferkel nicht erdrückt. Christian Zellner ist seit 1,5 Jahren bei dem Forschungsprojekt dabei. Auf einem Erhebungsbogen, den Elisabeth Sinz mit ihrem Team an der LFL entwickelt hat, erfasst er bei jeder Sau bestimmte Merkmale, die Einfluss auf die Mutterqualitäten haben. Kurz vor der Geburt, da wird das Nestbauverhalten beurteilt. Dann schaut er sich die Sau auch während der Geburt an. Dann schauen wir uns direkt nach der Geburt den Wurf an. Also sind alle Ferkel gleichmäßig und sind die sofort vital. Den Gesundheitsstatus der Sau nach der Geburt muss der Landwirt genau anschauen. Und als letzten wichtigsten Punkt schauen wir uns auch das Verteidigungsverhalten der Sau an. Die Mütter sind oft aggressiv, um ihren Nachwuchs zu schützen. Dieses Verteidigungsverhalten kann bei der täglichen Versorgung von Sau und Ferkel durchaus gefährlich sein für den Landwirt. Eine aggressive Sau ist keine gute Mutter, sondern eigentlich die Sau, die wo, auf seine Ferkel aufpasst, aber den Landwirt nicht frisst. Für den konventionellen Ferkelerzeuger sind gute Muttereigenschaften jetzt wichtiger als früher. Denn in seinem neuen Stall gibt es sogenannte Bewegungsbuchten. Hier haben die Sauen mehr Platz und werden nur noch je 5 Tage vor und nach der Geburt fixiert, nicht mehr 28 Tage lang wie im alten Stall. Dort sind die Ferkelverluste durch die Ferkelschutzkörbe bislang geringer. Das ist jetzt der Ferkelschutzkorb. Also eine Sau, die wiegt irgendwo 250 bis 300 Kilo lebendiger. Und das ist natürlich, das, auf was ein Ferkel drauf ist, tödlich. Wir haben jetzt hier im alten Stall um 4% weniger Verluste als wie im neuen Stall mit der Bewegungsbucht. Und das ist eigentlich schon auch ein Argument dafür, für so einen Schutzkorb. Doch Elisabeth Sinz ist überzeugt, auch in der Bewegungsbucht lassen sich die Ferkelverluste minimieren, wenn der Tierbestand schrittweise durch mütterliche Sauen ersetzt wird. Die Ergebnisse vom Projekt haben gezeigt, dass eben das Geburtsverhalten eine sehr wichtige Rolle spielt. Sauen, die eben nervös sind und häufig die Position wechseln, werden abferkeln, haben auch höhere Erdrückungsverluste. Außerdem ist auch die Wurfqualität entscheidend. Also homogene und vitale Ferkel haben geringere Verluste während der Aufzuchtsperiode und es werden mehr Ferkel abgesetzt. Weiter geht es zum nächsten Projektpartner, nach Nittenau im Landkreis Schwandorf. Öko-Ferkelerzeuger Florian Doll ist einer der Pioniere. Schon seit 5 Jahren erfasst er die Mütterlichkeitsmerkmale seiner Tiere. Als Biobauer darf er seine Sauen ohnehin nur in Ausnahmefällen fixieren. Was, glaube ich, in konventionellen Betrieben nicht ganz so wichtig ist, aber auch Biobetrieben mit freiem Abferkeln, dass die Sauen umgänglich sind gegenüber den Landwirten, aber dass die Sauen auch gut auf ihre Ferkel aufpassen, um wenig Erdrückungsverluste zu haben.
In den letzten 5 Jahren hat Florian Doll nur noch Sauen mit guten Mütterlichkeitsmerkmalen aus der eigenen Nachzucht gedeckt. In der freien Abferkelung können die Tiere ihr natürliches Nestbauverhalten vor der Geburt ausleben. Es beginnt 12 Stunden vorher circa, dass die Sau unruhig wird, nicht mehr gescheit frisst und vor allem das ganze Stroh im Stall zusammenscharrt auf einen Haufen, teilweise zerkaut, mit Speichel vermischt und einen richtigen Ring bildet, ein richtiges Nest baut, wo sie dann drin auch die Ferkel zur Welt bringt. Da weiß man, in 10 bis 12 Stunden geht's spätestens los. Doch genügt es, im Stall Sauen auf Mütterlichkeit zu selektieren? Für Florian Doll steht fest, gute Muttereigenschaften sind nicht nur Tier-, sondern auch rassebedingt. Also vom Bestand her ist es so, dass wir damals umgestellt haben von deutsche Landrasse auf Schweizer Edelschwein. Das mit sich gebracht hat, dass das Arbeitsklima ganz anders geworden ist, weil die Schweizer Edelschweine etwas aggressiver sind als die deutsche Landrasse. Aber von der Arbeitsintensität etwas weniger geworden ist, weil die sich mehr um ihre Ferkel kümmern und ich weniger Kontrollen machen muss. Seit dass wir in diesem Projekt beteiligt sind und auf gewisse Punkte, eben, die in dem Projekt wichtig sind, achten, haben wir die letzten Jahre 2 Ferkel pro Sau und Jahr, Pi mal Daumen, mehr. Wenn die Tiere und Gruppen gut aufeinander abgestimmt sind, kann man sogar noch einen Schritt weiter gehen. In diesem Stall verbringen 5 bis 6 Sauen gemeinsam die Zeit der letzten Trächtigkeitswochen bis zur Geburt und ziehen dort im Anschluss auch gemeinsam ihre Ferkel auf. Wenn sie im Fressverhalten gleich sind, im Abliegeverhalten, wenn sie synchron säugen, dass alle gleichzeitig zum Säugeakt übergehen, dann funktioniert das wunderbar und dann hat man hier drin so gut wie keine Verluste. Florian Dolls Betrieb ist deutlich kleiner als der von Christian Zellner. Bei 40 Muttersauen gibt es hier nur etwa 4 bis 6 Geburten alle 3 Wochen. Wäre die Form des freien Abferkelns auch für größere Betriebe möglich? Das ist eine gute Frage. Man wird beim freien Abferkeln oder auch dann bei der Gruppenhaltung wesentlich mehr Platz benötigen, als wenn man es in Kastenständen hat. Auch das Management verlangt einem nochmal, ich will nicht sagen mehr Arbeit ab, aber eine ganz andere Arbeit. Man muss seinen Bestand einfach deutlich besser kennen. Die meisten Sauen haben 14 Zitzen und Würfe mit 12 Ferkeln, wie bei Florian Doll, sind unproblematisch. Doch in der Vergangenheit ging der Trend zu Rassen mit immer mehr Ferkeln. Für viele der falsche Weg. Die Genetik ist eine ganz entscheidende Rolle im Hinblick auf die freie Abferkelung. Wenn ich Sauen habe, dänische Landrasse zum Beispiel, wo 18, 19, 20 Ferkel geboren werden, dann kann ich das nicht im freien Abferkeln meiner Meinung nach machen, weil die Sau diese Fülle an Ferkeln gar nicht überblicken kann. Erdrückungsverluste werden auch hier nicht ausbleiben. Das Forschungsprojekt hat auf jeden Fall deutlich gezeigt, für tiergerechtes freies Abferkeln ohne Kastenstand braucht es nicht nur eine andere Aufstallung, es braucht auch andere Sauen. Beides wird auf alle Fälle eine Herausforderung für die Landwirte. So, das war's schon wieder. Wenn Sie sich unsere Beiträge noch mal anschauen wollen, die finden Sie im Internet unter br.de unser Land bei YouTube oder auch in der BR Mediathek. Und Sie können über unsere Themen diskutieren bei Facebook. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder, wenn Sie wollen, zur gewohnten Zeit um 7. Bis dahin, Servus und auf Wiedersehen. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.